Da haben wir die ganzen Götter und Göttinnen. Da vorne haben sie die Shiva. Und dann gleich, den, da haben sie die Parvati. Und dann haben sie Ganesha und Muruga. Und dann, wenn Sie sehen, das Shiva, Parvati, die haben die Tanzen, das ist eine Tanz, Kumbhik. Kumbhik heißt das, dass wir verschiedene Mal mit den Händen, da wird mit der Hand gespielt und mit den Füßen. Und Ganesha, warum hat er einen Kopf so als Elefanten? Weil damals denn, der wollte seine Mutter schützen und er war vor die Tür gestanden, aber leider war Shiva unterwegs und er hat nicht gewusst, das war sein Sohn. Und dann hat er den Kopf aufgemacht und dann anschließend, wo er gewusst hatte, dann ist er unterwegs. Der Gott hat ihm die erste Person, das war, der findet auf seinem Weg und das war natürlich eine Elefanten. Und dann hat er den Kopf Elefant abgetan und dann hat er auch seinen Kopf von seinem Sohn Ganesha. Ganesha, die repräsentiert, das ist natürlich die viele Studenten, die kommen hier und dann natürlich um mit ihm zu beten, weil der kriegt dann die Intelligenzen, ja, bei dem Studenten. Und dann die Muruga, das ist mehr so für die Tamilen, weil Ganesha ist mehr für die Marathi. Aber insgesamt, Indische, Marathi, Telugu, die sind alle auf eine. Nur die denken und beten auf andere Arten.